I'm here now. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Radio Stage 5 Folge. Und ja, wir sind jetzt nun in der PS2-Ära angekommen. Und wenn ich die PS2-Ära meine, dann meine ich die Teile Tekken Tag Tournament, Tekken 4 und Tekken 5. Und meine Güte, das sind alles ganz, ganz gute Spiele. Bei Tekken 4 scheiden sich wahrscheinlich dann Geister. Aber ja, diese, wer jetzt hier zum ersten Mal eingeschaltet hat, ich habe davor auch eine Radio Stage 5 Folge gemacht mit den Musiken aus der PS1-Ära, mit ausgewählten Titeln, also Musiktitel der PS1-Ära. Wenn ihr das noch nicht gehört habt, schaut mal gerne rein, falls ihr Interesse habt. Aber wenn ihr jetzt hier zum ersten Mal eingeschaltet habt, warum mache ich wieder eine Ranking Stage Folge, beziehungsweise die Leute, die neu hier sind. Ich habe Radio Stage 5 ins Leben gerufen, um Videospielmusik nahe zu bringen. Davor habe ich hier ein anderes Talk-Format gesucht, wo ich andere Sachen verarbeiten kann. Nun habe ich mich entschieden, Videospielmusik zu machen. Dann habe ich das jetzt für eine sehr lange Zeit, vor 4 Jahren circa abgebrochen, weil irgendwie habe ich nicht mehr die Ideen gehabt oder ich habe nicht mehr irgendwie, ja, wie gesagt, so ein Thema gehabt, wie jetzt zum Beispiel zum Jubiläum von der Videospielmarke Tekken, die 30 Jahre feiert. Alles klar. Okay, dann fangen wir an mit meinen Anekdoten zu Tekken Tag Tournament 1. Ja, der eines der erfolgreichsten Launch-Titel der Geschichte in den Fighting Games ist. Neben Soul Calibur 1 ist zweifelsohne Tekken Tag Tournament 1 auf der PlayStation 2. In der Arcade-Version war es ja natürlich noch auf der Grafik-Engine von Tekken 3. Nicht selten wurde dann Tekken Tag Tournament als Super Tekken 3 beschrieben, beziehungsweise Tekken 3 nur anders oder beziehungsweise weiter, also beziehungsweise eine andere Version von Tekken 3. Und dann wurde innerhalb eines Jahres die erste neue Engine für Tekken Tag Tournament 1 für die PS2 benutzt, und das ist tatsächlich ein totales grafisches Upgrade. Das heißt, man hat die beste Version, wenn man die PlayStation 2 Variante gespielt. Dieses Spiel kam noch einmal in der diesem Tekken Hybrid Version, wo du Tekken Tag 2 Prologue hattest, den CGI-Film Tekken Blood Vengeance und natürlich Tekken Tag Tournament HD. Und ich muss sagen, die Tekken Tournament HD verpasst eine ganz große Chance, und zwar, dass man das online spielen konnte, zumindest das Bowling hätte man machen können. Ich glaube, das wollten sie nicht riskieren, weil sonst hätte gar kein Mensch Tekken Tag Tournament 2 sich geholt oder gar Tekken 6 weitergespielt, beziehungsweise Tekken 6 war sowieso in einer recht schwierigen Phase. Ich muss persönlich sagen, meine Geschichte zu Tekken Tag Tournament ist, ich habe es tatsächlich nicht zum Launch meiner PS2 geholt, sondern tatsächlich habe ich es wieder später holen können, und sogar in der Platinum-Version. Ich besitze es in der Platinum-Version und komischerweise ist die Disc aber nicht Platinum, sondern da ist das Original-Cover drauf. Und Tekken Tag Tournament habe ich natürlich auf für günstiger, also natürlich die Platinum-Version sind immer ja günstiger gewesen, damals auf der PS2, haben ich rauf und runter gespielt, damals noch mit meiner Cousine. Tekken Tag Tournament, das wie gesagt, nicht nur mit meiner Cousine, sondern auch mit meinen damaligen Freunden und so weiter und so fort. Das war auch quasi mein erstes Fighting Game, was ich mir geholt habe. Also aktuelles Fighting Game, was ich mir geholt habe für die PS2, und das habe ich
Das habe ich tatsächlich tot gespielt. Also das habe ich wirklich bis zum Erbrechen kaputt gespielt. Man könnte sagen, wenn es, ob ich mich entscheiden müsste, wenn es jetzt nur Tekken 3 und Tekken Tag Tournament gäbe, dann hätte ich gesagt, Tekken Tag Tournament immer. Vor allen Dingen der Soundtrack. Hier ist nämlich der Okabe auch mit dabei, der später für seine Nier-Komposition bekannt wird, oder beziehungsweise jetzt ist. Der macht ja jetzt aktuell Musik für Stellar Blade zur Zeitpunkt der Aufnahme. Und ja, Tekken Tag Tournament, das ist auch wieder eines dieser Vollpaketspiele. Du hast Tekken Bowling, eines der sehr beliebten Minispiele, die Leute sehr gerne gespielt haben, was in Tekken 7 erstmal wieder zurückkam, aber wieder die vertane Chance gehabt, online zu machen. Ja, es hatte Team Battle Survival, konntest auch alleine kämpfen und du konntest das natürlich auch einstellen. Der Tag-Modus hat schon viel mehr Spaß gemacht. Das Besondere aber an Tekken Tag Tournament war, dass du tatsächlich Charaktere auch aus Tekken 2 und 1 mitbekommen hast, die du nicht mehr gesehen hast und zum ersten Mal in einer neuen Engine mit der Fight Engine von Tekken 3 beziehungsweise der abgedateten Fight Engine von Tekken 3. Und meine Güte, ist dieses Spiel immer noch mega funny. Also man muss bedenken, Tekken Tag Tournament ist immer noch relativ gegenüber den anderen Tekken-Titeln relativ also so ähnlich wie Tekken 3, aber schon ein bisschen basic. Ich muss aber trotzdem sagen, Tekken Tag Tournament ist eines unter meinen Top 5 Tekken-Titel of all time. Also Tekken Tag Tournament, das kann nur gestiegen werden von Tekken Tag Tournament 2. Nicht, dass ich Tekken Tag Tournament 1 nicht mag. Es ist wirklich eines der Top-Tekken-Titel. Aber Tekken Tag Tournament 2, da sind natürlich viel mehr Charaktere dabei. Es ist die Tekken 6 Engine, es ist aber für mich das bessere Tekken 6. Das hätte zum Beispiel Tekken 6 sein sollen und das hat auch für mich noch meine Interesse an der Tekken-Marke gerettet. Dazu aber später mehr. Aber Tekken Tag Tournament, das ist ohne Zweifel erhaben ein PS2-Klassiker. Und nicht umsonst eines der erfolgreichsten Launch-Fighting-Game-Titel aller Zeiten. Ja, das ist der Wahnsinn. Und mit so einem Titel gleich eine neue Konsolengeneration starten, das ist eine Hausnummer. Das ist tatsächlich eine Hausnummer. Dafür ist natürlich Tekken 3 hart verantwortlich. Das ist sehr richtig. Aber ich muss trotzdem sagen, Tekken Tag Tournament 1 ist tatsächlich sowohl Soundtrack-technisch und das Vollpaket und das Kampfsystem, das ist wirklich nochmal eine ganz andere Hausnummer. So, meine Damen und Herren, dann fangen wir an mit den Soundtracks und ich würde sagen, wir fangen ein bisschen smoother an. Ich habe natürlich wieder vier Titel ausgewählt für den jeweiligen Soundtracks und ja. Ich würde mal sagen, wir fangen mit der Ogre Stage an. Ich finde sie auch fantastisch gemacht, wie die Säulen immer die Flammen ausspucken, wie du dir da den Ausgang siehst und dann diese leichte Klavierklänge, die da so einfach sind. Weil das Tolle ist an dieser Arena, es hallt. Du hörst diesen Hallenmodus, weil diese ja in einer sozusagen Höhlenausgang sind. Und das ist ein wahnsinnig toller Effekt, diese Symbiose mit dem Hallen der Kampfschreie und der Musik. Das gibt so eine tolle Symbiose und das fängt nachher smooth an in einem Upbeat rein, der ziemlich entspannt ist, aber trotzdem eine gewisse mystische Atmosphäre aufbaut. Daher finde ich persönlich die Ogre Stage finde ich fantastisch. Daher würde ich sagen, ab dafür! Ja.
Okay, kommen wir dann zu meinem nächsten Lieblingstrack. Und zwar würde ich sagen, fangen wir doch mal doch mit einem sehr ikonischen Track an, und zwar natürlich die School Stage. Die Schoolyard Stage. Das ist einfach das ikonische, das ist der eine ikonische Musiktitel, wo ich sage, damit verbindet man Tekken Tag Tournament, vor allen Dingen, wenn man früher auch Tekken Tag Tournament auf der PS2 gespielt hat und man noch selber zur Schule ging, das ist eingängig. Das ist einfach eine sehr berühmte Stage, die ist sogar wieder in Tekken Tag Tournament 2 wieder dabei. Also diese Stage ist Tekken Tag Tournament, das ist ein Staple, das ist drin, das muss da sein. Und ich finde aber den Remix, ja, er ist okay, ich mag ihn, aber ich finde den Vibe finde ich viel besser. Da das so, ja, es passt. Es passt zu diesem dieser wilden Rauferei auf dem Schulhof. Und es ist Tekken Tag Tournament. Wie soll ich sagen? Ich fühle es und ihr fühlt es auch. Daher würde ich sagen, ab dafür! Okay, denn kommen wir langsam zum Halbfinale unserer Tekken Tag Tournament 1 Soundtrack Auswahl, und zwar nehme ich natürlich die Yoshimitsu Stage. Die Yoshimitsu Stage, das ist die in Schnee im japanischen Waldzweig Schnee Stage. Das ist wirklich immer noch eine einzigartige Stage. Ich glaube, es gab nur noch einmal bei Tekken 7 eine Schneestage. Wir brauchen definitiv mehr Schneestages. Schnee ist geil.
And no hear, no voice, no sound, shape, ja, das ist einfach ein ganz, ganz abgefahrener Track, der geht dir ins Ohr rein, ne? Klar. Aber das ist wirklich immer noch ein Titel, wo ich sage, das ist ein Titel, der zieht dich in deinen Bann und du kommst mit, währenddessen du kämpfst, du kommst in so einem gewissen Rausch, du kommst in so einem gewissen, ja, eine gewisse Stimmung, wo ich sage, das ist etwas, wo die Musik auch ein ganz wichtiger Teil ist, was Tekken Tag Tournament so fantastisch macht. Und da hat unter anderem Okabe auch einen guten Track gemacht. Wie gesagt, Okabe war nicht der Einzige, der an den Titel Soundtrack bearbeitet hat. Da gab es viel mehr Leute, aber wirklich einer der fantastischen und wirklichen Lieblingstitel von vielen ist. Aber meiner ist ein ganz anderer Titel, wo ich sage, das ist etwas, wo mich das verbindet. Aber die Yoshimitsu Stage ist auch ein Teil davon und ein wunderbarer Track. Daher, let's go! No eye, no ear, no nose, no hand, no eye, no eye, no shape, no shape. Meine lieben Leute, dann kommen wir zu eines meiner Lieblingstracks und das ist natürlich ein Track, der stellvertretend ist für mich, was Tekken Tag Tournament angeht. Es ist ein bisschen untypisch für die Xiaoyu Stage, aber das ist funky as fuck. Das ist so ein geiler Track. Da wird man gleich mit. Das ist wahnsinnig cool. Die Stage ist
sozusagen ein Upgrade zur Tekken 3 Stage von Ling Xiaoyu, weil man da auch wieder im Park ist mit einer mit einem kleinen Karussell. Und das ist ein wirklich geiler Track. Ja, man hätte diesmal die Sirenen bei Ling Xiaoyu. Ling Xiaoyu, was hast du verbrochen? Nein, nein, aber auf jeden Fall dieser Track, boah, also wenn man das hört, da sagt man auch, das ist definitiv auch ein sehr wiedererkennender Titel für ein Tekken Tag Tournament. Ja, das ist wirklich auch so einer, der wirklich funky, der ist cool, ist einfach cool. Der, ja, das Finale der Tekken Tag Tournament 1 Soundtrack Titelauswahl von mir, Xiaoyu Stage. Und dann hören wir uns gleich bei meinen Anekdoten zu Tekken 4. Let's go! So, meine lieben Leute, das wär's mit dem geilen Sound von Tekken Tag Tournament 1. Immer noch eines der mit der beliebtesten und ja, eines der guten, wirklich sehr guten Tekken-Titel. Kommen wir aber nun 2001. Ja, in der Zeit, wo ich auch Tekken Tag Tournament geholt habe. Ich kam an Tekken 4 ein bisschen spät ran. Tekken 4 hatte ich tatsächlich erst so, ihr müsst verstehen, damals waren PlayStation 2 Spiele ziemlich teuer, der Umschwung von D-Mark auf Euro, so 120 D-Mark, das ist eine Hausnummer gewesen, definitiv, aber Tekken 4 war eines der Titel,
die erstmal mit ihrer Optik ganz klar gemacht haben, boah, das ist ja ein heftiger Sprung. Dafür war ja schon die Tekken Tag Tournament 1 Engine verantwortlich. Sie haben daraus weitergearbeitet. Und Tekken 4 ist sozusagen dann, ich bin später an Tekken 4 rangekommen. Ich habe das dann, also früher, wenn man Freunde hatte und hat gesagt, hey, yo, wollen wir denn zusammenlegen für ein Spiel? Ja, Tekken 4 ist draußen, yeah, geil. Und komischerweise war Tekken 4 auch ab 12, was ich nicht verstanden habe, weil da gibt's genug brutal und verstörende Sachen, aber, also von der Brutalität wie Kampfgeräusche und wie der Vollkontakt angeht. Ich sag nur, von links der Grab von Horeng, ja, wie er dich einfach erstmal in die Kniescheibe kickt, ja, dass du erstmal einknickst und dann an deinen Kopf so lange drückt, bis dein Genick bricht. Ist das ab 12? Naja, auf jeden Fall den ersten Unterschied, den man bei Tekken 4 merkt, es ist edgy. Das ist mega krass edgy. Vor allen Dingen, ich als Kazuya-Fan habe dann endlich gefeiert. Ich meine, klar, ich habe auch bei Tekken Tag Tournament gefeiert, dass Kazuya da ist. Aber es war immer noch nicht so, dass man gesagt hat, yo, das ist der Kazuya, an den man sich heute erinnert. Sondern hier beginnt quasi Kazuyas, diesmal haben sie Kazuya so definiert, wie man ihn eigentlich heute kennt. Beziehungsweise hier fängt es an. Denn Kazuya ist back. Sie haben Kazuya zurückgeholt und ich war sehr gespannt, wie der neue Sprecher, ja, weil in Tekken 1 und 2 und Tag Tournament ist noch der alte Sprecher da, der heutzutage Soul Bad Guy in Guilty Gear spricht, seit Guilty Gear XX Core, glaube ich, spricht er den. Und ja, der neue Sprecher, einfach fantastische Performance, wie Faust aufs Auge, diese Stimme, das ist Kazuya. Allein das Intro verspürt schon eine sehr krasse, edgy Stimmung. Tekken 4, was dem Artstyle angeht, immer noch ein sehr besonderer Teil. Das ist wohl, glaube ich, der düstere und edgyste Teil vom Artstyle her. Was das Gesamtpaket angeht, ist das tatsächlich ein Vollpaket Tekken-Spiel, denn wir haben einen Story-Run. Wir haben echt einen getrennten Story-Run. Wir haben dann einen Arcade-Run, wo wir nachher, glaube ich, Points bekommen. Dann haben wir sogar einen neuen Tekken-Force-Modus, der ein bisschen mit der Kamera ein bisschen blöd spielt, beziehungsweise, ja, der ist auch ein bisschen unbalanced und der lässt ein bisschen zu viel auf dich los, aber er ist noch okay, ja, das ist noch einer der okayen Tekken Force Spiele. Dann gibt's natürlich wieder Team Battle, Survival, dann gibt's auch natürlich wieder den kompletten Soundtrack zu hören. Das haben die dann seit Tekken Tag Tournament beibehalten. Das Wundersame hier ist aber natürlich, man guckt auf das Fighting Game Roster und zwar, da fehlen gewisse Charaktere in Tekken 4. Und die, ich glaube, die Auswahl war auf, glaube ich, 20, 18, ich weiß nicht mehr, aber es waren jedenfalls nicht viele. Also Tekken 4 hat eine geringe Auswahl an Fighter, aber das hat mich damals nicht gestört. Ich habe auch sogar Horeng sehr gerne hier gespielt, vor allen Dingen das erste Mal, dass er einen richtigen Kampf-Gi anhat. Es hat mir sehr gefallen. Ich bin auch ein kleiner Fan von gewissen Tracks. Hier hat auch natürlich, da war diese Funktion, dass du die Position tauschen konntest, denn hier war der Wand, hier fing es an, dass der Wand, die Wand dein bester Freund ist. Also Wall Damage war hier etabliert. Sie haben aber eindeutig, denn das ist das bodenständigste Tekken von allen. Das war definitiv ein Konkurrenzprodukt zu Virtua Fighter 4 und das war das erste Mal, dass Tekken 4 tatsächlich verloren hat. Tekken 4 hat sich tatsächlich nicht so viel verkauft, beziehungsweise es wurde nicht so viel gespielt.
Ich habe Tekken 4 tatsächlich sehr, sehr viel und sehr lang gespielt. Es ist technisch auch ziemlich, ziemlich sehr gut umgesetzt, da es auch auf die Hardware der PS2 abgestimmt ist, beziehungsweise auch darauf entwickelt wurde. Aber die traurigste Geschichte ist halt, laut Namco ist Tekken 4 der allergrößte Flop, den sie je gemacht haben. Ich finde persönlich, Tekken 4 ist nicht ganz. Also, ich würde jetzt auch sagen, Tekken 4 ist nicht der beste Teil der Reihe. Es ist aber auch nicht der aller schlechteste oder beziehungsweise, wie man immer sagt, der schwarze Schaf. Ich finde, Tekken 4 ist ein besonderer Titel. Das Problem auch an Tekken 4 ist, das Spiel ist deutlich langsamer. Und es versucht wahnsinnig bisschen auf Realismus zu machen, weil ja, okay, ich habe nichts gegen, aber ich glaube, das sind so einige Sachen, die Leute vermissen, weil ab Tekken 5 ging es richtig ab, was die Körpermasse und so weiter anging. Da sahen die Leute tatsächlich noch recht ja, realistisch aus. Auch wirklich coole Artstyles, Artdesigns, Klamotten. Und natürlich auch das Soundtrack. Ich persönlich muss sagen, Tekken 4 ist etwas Besonderes. Also da würde ich tatsächlich sagen, ja, das sollte man sich heute noch angucken. Es erfährt in den letzten Jahren große Beliebtheit. Ich glaube nicht besonders wegen dem Spiel, weil ich glaube als ganzes Produkt, weil es fühlt sich schon recht rund an. Aber das Problem ist auch, die meisten Leute missachten meistens auch, dass es ein Virtua Fighter 4 gab. Und in der Zeit haben viel mehr Leute Virtua Fighter 4 gespielt als tatsächlich Tekken 4. Tatsächlich. Und Virtua Fighter 4 war für mich auch eine Offenbarung, weil ich dachte so, wow, so ein 3D-Fighting-Game gibt es auch. Ja, Segas Kampfspielmarke war mir erst bekannt durch Virtua Fighter 4 und seitdem bin ich ein kleiner Fan von Virtua Fighter. Kein großer, aber ich bin ja ich mag die. Ich mag die tatsächlich. Also ich wertschätze auch unfassbar, was für ein Stellungswert Virtua Fighter 4 hat. Aber das Problem war einfach, technisch haben sich die beiden nicht viel hergegeben. Technisch waren beide auf einem sehr, sehr guten Stand. Das Problem, was Virtua Fighter eindeutig besser gemacht hat, war die Geschwindigkeit, die Bewegung und allgemein das ganze Feeling und ja, das Pacing im Kampf. Beziehungsweise wie true, also wie es seinem Konzept treu war und Tekken 4 ganz, ganz komplett aus der Reihe tanzt. Ja? Also Tekken 4 tanzt so krass also bricht so krass mit allem, was du kennst von Tekken 1 bis Tag Tournament. Das hat so krass gebrochen, wo ich sage, ja, hey, sie haben sich dann was getraut. Und dann haben sie innerhalb von von einem Jahr oder zwei eines der besten Tekken-Teile gemacht. Aber ich muss schon persönlich sagen, Tekken 4, das ist eine Erfahrung, da sollte man echt hingucken. Da sollte man auch hingehen und nochmal sich daran erinnern, tatsächlich, was für ein technisch gutes, also es ist auf jeden Fall von der Technik und Artstyle ist wirklich toll. Gameplay-technisch, das muss jeder selbst erfahren. Es gibt auch tatsächlich Combo-Training, gibt es auch da. Wenn man die schafft, dann gibt es immer dieses komische Klingeln von der Tür, dieses Ding-Ding. Das gab es nie wieder. Das ist etwas, was ich glaube ich gern wieder hätte, aber das ist auch etwas, was Tekken 4 so einzigartig macht. Ne? Es belohnt, wenn du etwas richtig machst, dann. Ich glaube auch, da hat es angefangen. In Tekken 4 gibt es auch gewisse Arenen, wo du zum Beispiel in Stage. Also in einer Einkaufsstraße kämpfst und dann kannst du Leute gegen Telefonzellen knallen. Und das ist schon mal ziemlich, ziemlich interessant und das war natürlich ziemlich beeindruckend technisch. Also ja, und natürlich die neuen Kämpfer wie Greg Marduk, Steve Fox und Christy Montero. Man könnte quasi sagen, ja, sie ist quasi Eddie in weiblich, aber sie hat sich schon deutlich anders bewegt wie Eddie.
Ja, sie hatte schon eine ganz andere Ausrichtung wie Eddie. Eddie war ja ein bisschen mehr der aggressivere Typ. Christy war schon deutlich mehr variabler, aber okay, Christy war auch nie meine erste Wahl. Ling Xiaoyu tatsächlich hat für mich ihr Alternativ-Outfit, also nicht das Sommerkleid, das ist ja ihr Main-Outfit von Tekken 4, was ja meistens benutzt wurde, sondern das mit mit dem Sport-Top und der Jacke und der Hose, wo sie bauchfrei ist, das ist wirklich einer meiner Lieblingsoutfits bis heute von Ling Xiaoyu. Schade, dass es nicht wieder benutzt wurde. Und Kazuya hat auch eines, der hat, beide Outfits sind ziemlich cool. Also wenn man einen Charakter zurückbringt, dann so. Also das ist wirklich krass. Yoshimitsu hat hier irgendwie komischerweise so Käfer-Style. Keine Ahnung. Ja, Brian ist Brian. Julia ist Julia. Lei ist ziemlich krass komisch drauf, finde ich. Hier, Nina ist ziemlich stark. Ja, Violet, also Li Shaolong, ist hier auch. Und ich glaube, dann gibt es noch Kuma. Kuma gibt es hier noch. Natürlich Heihachi, Mishima. Und ja, hier fängt es schon wieder an. Jin Kazama. Hier fängt der ganz große Bruch an. Jin Kazama wird hier auch dann charakterisiert. Hier fängt auch quasi gesehen der Jin Kazama an, den man heutzutage auch kennt. Und dieses traditionelle Karate hat sehr viele sauer aufgestoßen. Die haben gesagt, oh, das ist nicht mehr mein Jin Kazama. Viele haben nicht gewusst, dass Jin Kazama eine Fusion aus zwei Charakteren ist und er hat keine eigene Identität in seinem Kampfstil. Deswegen ist dieser Kampfstil viel mehr diese charakterliche Entwicklung, was viele nicht geschätzt haben. Und ich muss sagen, ich finde sein Kyokushin-Karate, was er nachher sich hin entwickelt hat, zu einem festen Stil, weil am Anfang stand traditionelles Karate, ja, weil er den Mishima-Stil abgelegt hat. Ich muss schon sagen, auch die Story ist auch geil gemacht. Also ich finde noch die Story-Steps hier in Tekken 4 und auch Tekken 5 finde ich tatsächlich cool gemacht. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir. Also Tekken 4, definitiv ein Titel, der sehr besonders ist, sehr aus der Reihe tanzt und einzigartig ist in der Reihe. Also das sollte man sich tatsächlich mal angucken, um zu verstehen, warum dieses Spiel in den letzten Jahren so viel Aufmerksamkeit bekommt. Definitiv, erster Pick ist immer der Artstyle, weil die Aufmachung von Tekken 4, das ist so aus der Reihe, was nie wieder so gemacht wurde. Daher. Auf jeden Fall, ja. Gehen wir mal zum Soundtrack. Und zwar, der Soundtrack ist ja, durch die Bank weg eine sehr interessante Entwicklung. Und ich nehme hier jetzt tatsächlich zum ersten Mal einen Story-Track aus Tekken 4. Und zwar ist das Fetus. Fetus hört sich so an, als würde es aus einem Horror-Game kommen. Aber der Aufbau nachher, wenn nachher diese Gitarre, ja, das sind Gitarrenstrings, die ein bisschen durch den Synthesizer so ein bisschen gesteckt werden, als wären das so Babyschreie, die gerade so rauskommen. Ja, weil es sich ja so aufbaut, so entwickelt und dann, wenn es abbricht und dann dieser Gitarrenriff, wie er sich durchzieht, ja. Das ganze Spiel hört sich auch so an, also, ne, Jet, so ein bisschen Flugzeug, so, ne, es hat versucht, ein bisschen Virtua Fighter zu sein, vom Sounddesign her, aber egal. Aber Fetus ist einer dieser Tracks, wo ich sehr stark mit Tekken 4 verbinde. Und das ist so stellvertretend für die Stimmung des Spiels. Daher würde ich sagen, ja, let's go und lasst uns den Babyfötus gebären. Die Story von Tekken, sozusagen die Story-Prologmusik von Tekken 4. Viel Spaß.
So, kommen wir dann zu einem tatsächlichen Arena-Musik. Und zwar fangen wir mal an tatsächlich mit dem finalen Track. Also einer der Final Stage-Musiken. Und zwar, wenn man Jin versus Kazuya spielt. Und weil Jin ist natürlich unser Hauptprotagonist, dem wir folgen. Und zwar geht es um den Titel The Inner Shrine. Das ist die in Honmaru, die Final Stage. Und dieser Track verarbeitet genau sogar die Klänge vom Intro mit rein. Und das ist sozusagen so ein Climax-Titel, wo wirklich so diese, da fängt schon an, diese geilen Versus-Musiken, die speziell nur bei Charaktere vorkommen, wenn die gegeneinander kämpfen. Und das ist so einer dieser Tracks, wo ich sage, ja, das hat Tekken 4 ziemlich gut inszeniert auch. Ne? Und das fühlt sich so gefährlich an, so dunkel, so leicht Tekken 2-Vibes hat man da auch, ne? Ne, mit diesem, wenn man sich, wenn ihr noch so, wenn man sich so dran erinnert von der Kazuya Stage aus Tekken 2, dieses du, 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 du. Und hier hört man die Anfangsklänge, also diese Chor, können wir das Chorgesang ein bisschen, dieses ne, von Tekken 4. Werdet ihr gleich hören, ich kann das so schlecht. Auf jeden Fall, das ist wirklich eine, das ist wirklich eine, nicht eine zu große, also es ist nicht überbordend, es ist aber, was Finale angeht, wirklich eine geile Stimmung. Eine wirklich düstere, geile Stimmung, die das Inner Shrine nochmal gibt. Also ja, viel Spaß mit dem Jin versus Kazuya Track von Tekken 4, The Inner Shrine. Viel Spaß. Thank you.
So, meine lieben Leute, dann kommen wir von einer Final Stage Musik zu der Final Stage Musik. Und ich glaube, das ist auch eines der ikonischsten Tracks in der Tekken-Historie, beziehungsweise das ist das, was. Das ist Tekken 4 mit dem Track. Und zwar geht es um die Strongest Iron Arena. The Strongest Iron Arena, es ist ein ziemlicher, ja, es ist immer wieder ein Loop, 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 aber dieser Loop ist so geil. Ja, aber ich muss schon persönlich sagen, dieser Loop-Track, der hört niemals auf und der kann nur ausgefadet werden. Aber diese Stage, wo du inmitten der Arena kämpfst, die Leute, der Stadion ist voller Leute und die Käfige gehen hoch und du kämpfst in einer Käfig-Stage gegen Heihachi, Alter, wow, das ist schon ziemlich geil. Und diese Stage hat auch einen geilen Sound, wenn du den Gegner auf den Boden knallst, wenn er auf diese Metallplatte da ballert. Das, also mit diesen, ah, man kennt es ja, diese metallgeriffelten Boden, die man auch für Stages benutzt. Ey, das tut so weh. Das hört sich so nach Schmerz an, Alter. Das ist so geil. Also, ja, so Strongest Iron Arena, was tatsächlich sogar in Tekken Tag Tournament 2 als Remix kommt. Ich finde den Remix teilweise ein bisschen besser, weil er mehr Varianz hat als jetzt der Original Tekken 4 Track, weil er tatsächlich nur loopt, fast. Aber das ist halt, das ist so geil, das ist so dieses Flow, das ist so einfach, du spürst einfach diese Power, weißt du, so richtig Power, der Final Stage, ne, vor allem wenn Heihachi ja so reinkommt, ne, und er angesagt wird und dann, ja, Final Stage und let's go, also das ist schon mega geil. Also, viel Spaß mit The Strongest Iron Arena. Und kommen wir zu meinem absoluten Lieblingstrack und dem Finale meiner Tekken 4 Soundtrack-Präsentation. Und zwar geht es um den Titel Kitsch. Kitsch ist ein Titel, das an der Arena des Strandes spielt. Und ich finde, diese Arena ist geil. Also, diese Arena ist schon ziemlich geil, weil man ganz nah am Wasser kämpft, zwischen den Palmen. Und dann sieht man das so abgeriegelt. Das ist sozusagen das Äquivalent von Tekken 1 Fidschi Track. Das hat sehr viele, ich sag mal so, Stimmungsanleihen, aber der Track ist komplett anders. Ja, und dieser Track ist wahnsinnig toll und er wurde auch wieder benutzt in der Lydia Stage in Tekken 7, wenn man durch die, wenn man von der oberen Etage in die untere Etage kommt, weil man am Stand kämpft und dann kommt auf einmal Kitsch. Und das ist so cool! Das ist so geil gemacht, dass ich sage, ah, Tekken 4, yes. Und das ist für mich Tekken 4, weil ich,
Das ist sozusagen, glaube ich, schon ziemlich der aufheiternste Track im ganzen Spiel. Weil alle anderen sind so ein bisschen derber. So ein bisschen derber, die ein bisschen Atmosphäre aufbauen wollen. Die so ein bisschen Stimmung, eher so edgy, so ein bisschen düster, so ein bisschen, ja, so eine ganz, ja, ganz komische Atmosphäre aufbauen wollen, die wirklich zu dem Artstyle des Spiels passt. Aber Kitsch ist tatsächlich so, yeah, let's have fun on the beach, baby. Und das ist genau der Track, den ich sehr gerne mag und auch eine Arena, die ich sehr gerne mag in Tekken 4. Daher, ja, viel Spaß mit dem Titel Kitsch aus Tekken 4. Und dann hören wir uns in wohl eines meiner absoluten Lieblingsteile der Tekken-Reihe und ich glaube auch für sehr viele eines mit der besten Tekken-Titel. Alles klar. Daher viel Spaß auf der Strand, on the beach mit Tekken 4. So, meine Damen und Herren, dann sind wir nun beim letzten Spiel
der PS2-Ära angekommen, beziehungsweise kommen wir jetzt 2004, 2005 zu eines der besten Fighting-Game-Titel auf der PS2 und eines der besten Titel in der Tekken-Reihe. Und man muss verstehen, dieses Spiel kam auch in der Zeit zum 10-jährigen Jubiläum der Tekken-Reihe raus. Und das ist einfach, das hat so eingeschlagen wie eine Bombe. Denn Tekken 5 hat erstmal komplett ihre Engine umgebaut. Ja, diese Kampf-Engine, es war wahnsinnig schnell, es war mega funny. Die Technik war jenseits von Gut und Böse, also das war einfach nochmal ein Upgrade, wo man gesagt hat, what the fuck is going on here? Der Soundtrack ist banger as shit. Das hat eines der besten Intros aller Zeiten. Der Quote kommt auch daher, Heihachi Mishima is dead. Es hat ein wahnsinnig großes Roster an Kämpfern dabei. Da sind sogar Alte aus Tekken 2 dabei, wie Baekdo-san, Bruce Irvine finden hier wieder zurück. Nina kannst du auch, wie gesagt, du musst gewisse Leute wieder freispielen. Devil Jin findet hier sein erstes Debüt, was meine Fresse, wie ich diesen Charakter hasse. Weil der wurde reingemacht, damit die Leute ihren Tekken 3 Jin drin haben, äquivalent, weil sie nicht mit dem neuen Jin warm wurden. Alle Charaktere haben ein Upgrade bekommen. Wir haben natürlich auch das erste Mal hier die drei neuen Charaktere, die auf dem Cover sind. Asuka Kazama, Feng Wei und Raven. Und ich habe Feng Wei tatsächlich sehr gerne gespielt damals, weil ich diesen Eingriff ganz cool fand, wie er dich da hochboxt und mit dem Fuß runterholt. Kenpo halt. Asuka Kazama habe ich auch gerne gespielt, weil sie vom Kazama-Stil her jetzt das Äquivalent für Jun Kazama war, aber sie war nie für mich komplett der Ersatz. Ich habe sie immer gerne gespielt, aber nie wirklich so gut. Ich bin natürlich sehr krass hängen geblieben für, glaube ich, meinen liebsten Kazuya überhaupt, und das ist der aus Tekken 5, weil er ist dort schnell, er ist aggressiv, er ist wahnsinnig schnell, er hat wahnsinnig gute Frames. Ich habe einfach das Gefühl, ich kann da richtig viel mehr abgehen als mit den späteren Kazuya in den anderen Tekken-Teilen. Xiaoyu geht ja auch völlig ab. Sie hat auch viel mehr aggressivere Vorgehensweisen. Ein deutlicher anderer Sprung zu Tekken 4. Sie hat, wo sie mit ihrem Jump, wenn sie auf deinen Kopf landet, sie kann danach sofort comboen. Das ist völlig wild. Tekken 5 ist sogar ein wirklich sehr vollgepacktes Spiel. Es hat diesmal einen Single Beat'em Up Modus, The Devil Within, was die Geschichte zwischen Tekken 4 und 5 erzählen soll, was Jin so die dazwischen getrieben hat. Ein wirklich nicht gutes Spiel, irgendwann geht's dir echt auf den Sack. Man kann unter anderem auch dadurch Devil Jin freispielen. Ich habe dieses Spiel nie durchgespielt. Man kann aber Devil Jin auch freispielen, wenn man alle Charaktere freischaltet, und den schaltest du dann automatisch frei. Ne? Der Soundtrack ist ein Banger. Du hast sogar zum ersten Mal alle Trailer, die damals gezeigt wurden von Tekken 5. Ich habe Tekken 5 sogar aktiv verfolgt, wo das auf der E3 vorgestellt wurde. Und zur Schande der europäischen Fassung wurde Tekken.net, woher kennt man das? Witcher Fighter 4 war nämlich in Japan, genau wie Tekken 5, online spielbar. Was eine Sünde, dass das bei uns nicht gewesen war, denn mit der PlayStation 2 konntest du auch online spielen. Meine einzigen Kampfspielerfahrung online war tatsächlich nur Mortal Kombat Deception in der Zeit. Ich hätte wahnsinnig gerne Tekken 5 online gespielt, aber da die Japaner wahrscheinlich nicht den Support geben wollten für Kampfspiele im Westen, ja okay, so be it. Auf jeden Fall, Tekken 5 hat sogar den Ghost Battle Modus eingeführt, was auch wirklich ziemlich schön ist. Den Customization Modus findet hier auch seinen Anfang mit einer, ja sagen wir mal, stringenteren
Auswahl an Outfits, die man noch sogar freischalten kann. Die sind wahnsinnig teuer, aber man spielt ja immer Sachen frei. Team Battle gibt's natürlich wieder, Survival gibt's wieder. Und das erste Mal natürlich zum 10-jährigen Jubiläum. Ich glaube, sowas gab's nie wieder. Eine Arcade Collection beziehungsweise Arcade Ports von Tekken 1 Version B, Tekken 2 Version B und Tekken 3. Und das, ja, da hast du tatsächlich ROMs angemacht und die konntest du anmachen und du konntest dort halt Tekken 1, 2 und 3 spielen, was wirklich gar nicht so eine schlechte Umsetzung waren. Und das war teilweise vielleicht auch der Kaufgrund von Tekken 5, weil man dort Tekken 3 spielen konnte auf einer aktuellen Konsole, was aber ein bisschen fernab von der PlayStation 1 Version war, weil die PlayStation 1 Version war ja das Update zur Arcade Version. Aber Tekken 5 ist für mich eines der besten Tekken-Spiele der Reihe, da, wie gesagt, die Geschwindigkeit vom Kampf, allgemein das Gameplay, das ist so griffig, die Auswahl an Kämpfern ist da. Ich finde der Ansager ist jetzt nicht, glaube ich, der Beste, muss ich schon sagen. Also ich muss sagen, der in Tekken 4, da war, also das ist auch derselbe von Tekken 3. Der war schon ziemlich geil, aber der von Tekken 5, der ist so ein bisschen, ne, get ready for the next battle, so ziemlich, ne, unaufgeregt, aber trotzdem, das Art-Design von Tekken 5 finde ich total genial. Da fängt es auch schon ein bisschen an, dass die Charaktere so Body-Mass Körper bekommen haben, also schon langsam so unrealistische oder sagen wir mal übertriebene, ja, Körpermassen bekommen haben, die normaler Kampfsportler eigentlich nicht machen würde. Aber hey, es ist Power Fantasy, daher ist egal. Auf jeden Fall, Tekken 5 hat sogar noch ein Boot-Up-Game, wie zu Anfang von Tekken 1, wo man Galaga gespielt konnte. Da hat man Starblade gemacht. Das Spiel ist immer gestartet, sobald du ins Spiel kommst, weil es lädt in der Zeit, sobald du rausfliegst mit dem Schiff bei Starblade, lädt es in die PlayStation rein und dann kannst du quasi gesehen das Spiel ja nicht rausnehmen, weil da sind noch viel mehr Daten, die das immer verarbeitet. Ja, aber auf jeden Fall Tekken 5, da meine Fresse, da wurde auch viel mehr Aufmerksamkeit drauf gelegt und das hat sich wunderbar verkauft. Das hat sich unfassbar krass gut verkauft. Es gab auch zwei weitere Updates, also Upgrade-Titel. Tekken 5 Dark Resurrection für die PSP und Tekken 5 Dark Resurrection Online für die PS3. War, ich sage, scheiße, dass es auf der PS3 gefangen ist, weil das ist die Arcade-Perfect-Version von Tekken 5 und wow, ist das, also es ist immer noch mega krass übertrieben, es hat überkrasse Unga-Bunga-Shit, aber das ist auch, glaube ich, die Geburt von Korean Backdash gewesen bei Tekken 5 tatsächlich, und da hat man auch tatsächlich die Koreaner gesagt, oh, das sind die Tekken 5 Leute, die, also wenn du einen Koreaner siehst, der spielt gegen dich Tekken 5, du bist fertig. Ja, damals zu Giga-Zeiten noch sehr viel, auch sehr viel Evo-Turniere gesehen. Ey, Tekken 5 haben auch, wie gesagt, ich habe das auch hoch und runter gespielt. Wirklich geile Sachen. Eddie war diesmal aber nur, glaube ich, als Skin dort. Den hast du nicht? Ja, den hast du tatsächlich nur als Skin bekommen. Über Christy, was ich komisch finde, weil man hätte ihn trotzdem separat machen können. Aber naja, was soll's. Eddie ist dabei. Auf jeden Fall. Ja, die ganzen Klamotten, die Tekken 5 auch hatte. Ja, das sind halt alles ziemlich ikonische Sachen. Ich finde, das Intro ist immer noch geil. Also nicht nur das Vorintro, sondern auch der Titel Lead Sparking, womit wir hier auch diese Folge gestartet haben. Tekken 5 bleibt für immer in meinem Herzen der beste Tekken-Teil aller Zeiten. Da kann mir ein Tekken 3 kommen, da kann mir sonst was kommen. Ich muss aber auch sagen, das wurde mittlerweile
etwas abgelöst, weil ich fühle aktuell mit Tekken 8 genau das, was ich damals fast mit Tekken 5 hatte. Aber das wieder zu schaffen zum 30-jährigen Jubiläum, da haben sie sich wirklich angestrengt. Und hier beim 10-jährigen Jubiläum, da fing es natürlich an, dass wir ab Tekken 5 über die Jahre bis Tekken 8 immer Tekken 5 gespielt haben in einer immer weiter verbesserten Version mit neuen Engine. Weil alles basierte dann auf dieses Spiel. Warum? Weil es das erfolgreichste Tekken-Teil überhaupt war. Ja. Was viele nicht wahrhaben wollen, aber so ist es. Glaubt es mir. So. Ja. Also, Leute, spielt Tekken 5, egal wie ihr rankommt. Leider ist Tekken 5 nur auf der PlayStation 2, PSP und PS3 gefangen. Was ich immer noch frage, Leute, ihr habt 30-jähriges Jubiläum, wo bleibt bitte eine Collection? Wo wir online alle Teile spielen können. Die haben einfach nur Angst, dass keiner mehr ihre aktuellen Titel wahrscheinlich spielen will. Namco, es liegt Geld auf dem Boden. Nehmt doch mal den Scheiß an, egal. Tekken 5, Beat'em Up Master, das, jetzt hau ich dir eine rein. Tekken 5 ist die Macht. Tekken 5 ist die Macht und war die Macht, sehr lange. Und ich muss sagen, ja, Tekken 5, was für ein Titel, also nicht umsonst, eines der besten Fighting Games für die PS2. Also, ich glaube, das war auf Platz 3 oder 2 der meistverkauftesten PS2-Titel. Also, ich meine, ja, ne, Capcom hat ja auch keine Fighting Games mehr gemacht. Das war die Zeit, wo Tekken 5 der König war. So. Und ja, das ist es, ne? Das ist es. So. Nun, kommen wir zum Soundtrack. Und der Soundtrack, wo will ich anfangen? Ja, fangen wir erstmal ganz langsam an, und zwar mit Formless Like Water. Das ist, ich würde schon ziemlich sagen, das ist mehr die Julia Stage. Das ist da, wo du im Gebirge bist, rundum, und da läuft so ein Wasserfall runter. Echt geile Arenen. Also ich muss auch schon fast sagen, Tekken 5 hat auch eines meiner Lieblingsarenen, aber Tekken 7 und 8 machen da auch schon einen ziemlich guten Job. Überwiegend, aber Tekken 5, das sind Arenen dabei, wow. Aber Formless Like Water, das ist schon eine geile Stage, damit verbinde ich schon ziemlich krass so eine gewisse, ja, wirklich so eine coole Verbindung. Immer wenn ich diesen Titel, wenn ich diesen Track höre, es ist cool. Es band dich gleich rein. Das ist so wirklich ein ganz schöner, doch recht trotzdem treibender Track mit aber Klaviernoten, die wirklich diesen Track so warm halten, irgendwie. Das ist sehr komisch, ne? Für ein Kampfspiel-Track. Aber ja, Formless Like Water von Tekken 5. Viel Spaß.
So, meine lieben Leute, jetzt gehen wir auf in den Pool, denn die Arena Poolside, boah, ist das eine geile Arena. Natürlich, ich glaube, die Leute, die diese Arena designt haben, die mögen ganz doll, glaube ich, den Van Damme-Film Leon. Da gibt es nämlich auch einen Fight im Pool, aber der ist ein bisschen anders aufgebaut. Da, der Pool hier ist ja wirklich ganz groß und so gekachelt mit blau-weißem Muster. Und da, hier gibt es einfach einen Techno-Eurodance-Track, der einfach nur am Abgehen ist. Der ist einfach nur die ganze Zeit am Abgehen und da gibt es einmal diesen Voice, einmal I give you pleasure. Boah, das ist so ein geiler Titel. Und natürlich ist hier wieder, was man schon kennt von Garou, Mark of the Wolves, von Rock Howard, das Theme, dieses ja, das ist halt aus den 90ern ein, das ist ein Trance-Mix, das ist ein Trance-Track aus den 90ern, ich weiß leider nicht mehr den Track, ihr werdet es vielleicht wissen oder Leute, die werden wissen, aber die sind sehr verrückt danach, die japanischen Kampfspielentwickler, und dass es bei Rock Howard gefunden hat und hier nochmal bei Poolside und später in Tekken 7, wenn man oben bei der Stage von Lydia am der Strand da spielt eine ganz leicht geil gemachter Remix von Poolside, weil den habe ich behalten, weil der Kitsch-Remix ist ein bisschen zu krass geschreddert, aber oben der Poolmix-Remix, boah, ich hab da sofort gesagt, yes, fuck yes, Tekken 5 is back, ja, und Kitsch ist, ich meine, Poolside war auch bei Tekken 7 sehr lange immer meine Launch-Musik, ja. Man konnte nämlich die Musik überall reinsetzen. Das war meine Launch-Musik für, wenn ich immer zum Mitspieler reingegangen bin. Und deswegen, Poolside, das ist immer, ja, das ist Upraven, ja. Das ist Eurotrance at its best. Und ja, ich würde einfach nur sagen, I give you pleasure. Viel Spaß! Sure.
Okay, meine Damen und Herren, nachdem wir alle ziemlich krass abgewaved haben, wird es jetzt so ein bisschen langsam episch, beziehungsweise mit einem leichten Chorgesang. Und zwar geht es um wahrscheinlich für die Zeit der Tekken-Track. Das ist maßgeblich, glaube ich, auch bezeichnend für Tekken-Musik. Und zwar geht es um Moonlit Wilderness. Das ist ja da, wo man beim Mondschein auf einem Getreidefeld, also was ist Getreidefeld, bei einem Blumenfeld spielt. Und ganz hinten ist eine kaputte Kirche, wo man später in Tekken Tag Tournament 2 sogar in der Kirche dort kämpft. Und dort ist auch ein Remix natürlich dabei. Aber ich finde lange würde ich sagen, den Remix nicht so gut wie das Original. Und das hat einen guten Drive und das hat einen epischen Track bei Mondlicht zu kämpfen auf einem Blumen, es ist einfach geil. Es ist ja auch eines der Unendlichkeitsarenen, die keine Wände haben. Und das ist einfach eine geile, stimmungsvolle Arena. Und mit der Musik, das ist Tekken 5, würde ich schon fast sagen. Ja, das ist so etwas, wo man sagt, ja, das ist Tekken 5. Daran erinnert man sich, ah, that's Tekken 5. I know this, yeah, this is Tekken Music. Also, Moonlit Wilderness ist sehr stark bezeichnend für die für das Synonym Tekken Music und nicht umsonst eines der markantesten Tracks im Tekken 5 Soundtrack. Daher, ja, lasst uns aufs Blumenfeld gehen und im Mondschein kämpfen. Viel Spaß! Meine Damen und Herren, nun kommen wir zum Finale und dies ist diesmal kein finaler Track. Es ist aber diesmal, ich muss sagen, ein Versus-Track, der nur triggert bei Heihachi versus Kazuya oder Kazuya versus Heihachi. Und zwar geht es um Ground Zero Funk. Das ist das Halbfinale, das ist der Halbfinale Kampf, bevor man gegen Jinpachi kämpft. Und dieser Track, boy, ey, der ist so genial und so krass unterschätzt, denn da haben wir so einen geilen Gitarrenriff, da haben wir so engelsgleichen Chorgesang, ja, weil das Heihachi gegen Kazuya ist, aber es ist nicht der finale Kampf, sondern wir müssen wirklich bis Teil 7 warten. Aber das ist diesmal dieser Konflikt. Das ist sozusagen der dritte Konflikt zwischen den beiden und der wird gefeiert mit diesem Track und alleine Ground Zero Funk, also beziehungsweise weil der Honmado weg war, alles war ja weggesprengt und die kämpfen dort einfach nur in diesem Krater, auch eines der Unendlichkeitsarenen
Und natürlich, Heihachi versus Kazuya, das ist wie auf dem Leib geschnitten. Das ist genau eine wirklich geile Stimmung, die da abgefeiert wird. Und eines meiner absoluten Lieblingstracks auch von dem Tekken 5 Soundtrack. Also immer wenn ich den höre, und den kriegst du ja halt nicht in Versus-Modus. Den kriegst du nicht. Den kriegst du nur, wenn du in Story-Modus spielst und Heihachi gegen Kazuya oder Kazuya gegen Heihachi kommt. Und das ist so schade. Das ist so krass. Und bei diesem Track geht mir immer, also da geht Pump Up. Das ist ein wirklich geiler Track. Boah, also Ground Zero Funk. Es ist auch ein Verbrechen, dass dies nicht in der Tekken Jukebox drin ist, was ich komisch finde, so wie gewisse Intro-Tracks. Aber anderes Thema. Okay, dann beenden wir diese Tekken 5 Soundtrack-Liste mit Ground Zero Funk. Ab dafür! Meine Damen und Herren, das wär's mit dieser Radio Stage 5 Folge Nummer 14, 30 Jahre Tekken der PS2-Ära mit Tekken 4, mit Tekken Tag Tournament 1, Tekken 4 und Tekken 5. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ja, ich bitte euch, ich fordere euch wieder sehr gerne auf, eure Anekdoten zu den Spielen zu erzählen und auch gerne, was vielleicht eure Tracks sind. Und ich muss sagen, ja, diese PS2-Ära, die war stark prägend. Natürlich, da war noch, das ist das letzte Mal, dass noch Tekken tatsächlich enge Partnerschaft mit Sony hatte, beziehungsweise dass Tekken der Sony-Prügler war, dass Sony tatsächlich ihr eigenes Kampfspiel sogar hatte also das hat teilweise auch wirklich die PlayStation verkauft. Ich muss sagen, wow, also das war wieder schön, diese Tracks sich anzuhören. Und es ist was anderes, wenn man halt genau dahin hört und beziehungsweise anstatt, dass man das während des Gameplays ist, weil da geht so einige Sachen unter und bei den Soundtracks, da wird sich immer was Gedanken gemacht. Das sind wirklich geile Tracks und generell Tekken-Musik
muss gefeiert werden, ist 30 Jahre Tekken, Leute, ne? Und ich kann hier meine Anekdoten geben und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst doch ein Like da und einen Kommentar. Und wenn euch nicht nur mein Radio Stage bzw. Tekken oder gar anderes Zeug gefällt, hinterlasst auch ein Abo da und ringelt dann die Glocke, damit ihr absolut nichts verpasst. Und ja, wir beenden diese Radio Stage 5 Folge mit dem Stuff Roll Track aus Tekken Tag 1 Tournament. Das ist nämlich auch eines meiner absoluten Lieblingstracks und ich finde, ich habe einfach mir so gedacht, ach komm, wir beenden es mit einem dramatischen, schönen Synthi, ein bisschen Synthi gemixten, Geigen Klängen. Jedenfalls der Stuff Roll von Tekken Tag Tournament 1 beenden wir das mit diese Folge Radio Stage 5. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Daher würde ich sagen, ja, ich bin DK, das ist Game Stage 5 und wir hören und sehen uns wieder, wenn es wieder heißt Get Ready for the Next Battle. Bye, bye!